Ja, ja. Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Ne? Es ist verboten, einen Einkaufswagen vom Hof zu rollen. Aber ich weiß gar nicht, warum die das verbieten. Ne? Das geht doch sowieso nicht. Wo die Räder doch dauernd klemmen. Ne? Kennen Sie doch auch, nicht? Ne? Ja, ja. Ach ja, nicht. Ne? Aber haben Sie mal so viel zu schleppen wie ich hier, nicht? Ne? Junge, Junge, Junge. Wissen Sie, wie viel so eine fünfköpfige Familie so braucht? Und kennen Sie meine Beine überhaupt? Ja, sehen Sie nicht. Aber ich sage Ihnen was, mach ich nicht wieder. Also auf dem Parkplatz, das geht ja noch nicht. Aber denn, wenn Sie denn mit diesem EW so auf dem Tor rausrollen, nicht? Alle gucken. Sogar die Westgucken beobachten ein. Und dann steht er noch mal noch so ein Dicker, ne? Und dann denke ich nur, was hat er da so Blödes zu schreiben, ne? Mein Wagen hat doch gar kein Nummernschild, ne? Und dann guck ich. Ja, nun gucken Sie mal. Ja, womöglich ist mein Wagen schon zur Fahndung aus. Ja, ja, aber und dann noch diese Sache. Ach nee, erzähle ich lieber nicht. Naja, gut, also. Auf halbem Weg, nicht? Ich denke noch so, Mensch, deine Beine, nicht? Naja, du bist das, nicht? Och, Dennis, setz dich doch erstmal hin und trink erstmal so eine Cola Light, nicht? Und wie ich da so sitz, ne? Da kommt auch mal ein schickes Kostüm vorbei und steckt mir 2 Mark in eine Cola durch. Sie lachen, nicht? Hier, in Groschen. Ein. Naja, nachher kam dann leider keiner mehr. Aber den Wagen bringe ich zurück, versprochen. Oder besser noch, Sie geben mir eine Mark und er wird ihn. So, Richard, du komm noch mal her hier. Richard! Ja, ja, Almus, lass doch. Ich mach das schon. So, hier. So, was hast du denn da alles wieder angeschleppt? Jetzt nicht, jetzt noch erstmal mit auspacken hier. Die Frau da unten wartet auf dem Wagen. Nicht. Hat keine Eile. Gut, dass du da bist. Ja, das kann's laut sein. Gut, dass du da bist! Du brüll doch nicht so. Ich muss dringend mit dir sprechen. Fang nicht schon wieder an. Sofort. Deine Mutter bleibt hier. Wir sind pleite. Ja, aber da hat auch Anni keine Schuld dran, nicht? Das habe ich auch gar nicht behauptet. Ja, dann kann sie auch hier bleiben. Ja, natürlich. Das ist gar keine Rede von. Ja, wovon rede ich? Almut, was? Du mach es dir erstmal bequem. Ja, wenn du meinst. Ey. Sehr schön. Bitte die Beine hochlegen. Sehr aufmerksam. Ist besser, du liegst vorher. Vor was? Unser Haushalt ist nicht in Ordnung. Aber Richard, ich habe doch hier heute Morgen alles durchgesaugt, 2 Maschinen gewaschen. Ja, und habe ich auch noch eingekauft. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin soeben unter mein Haushaltsbuch durchgegangen. Ja? Wir sind pleite. Woher weißt du das? Hast du doch gerade gesagt. Ja, und da liegst du hier so faul rum. Wir müssen was tun. Nee, mal das Zeit? Nun nicht. Nun will ich mich erstmal ein bisschen verpusten hier auf dem Sofa. Solange wir noch ein Sofa haben, ja? Ja, denkst du, ich mach ja irgendwelche Witze? Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann klebt hier bald überall der Kuckuck. Ja, da kuckuckst du, ne? Almut. Dieses Problem müssen wir gemeinsam besprechen. Du meinst den Familienrat?
den Familienrat. Also so geht's nicht mehr. Wo ist der Gong? Ja, wen rufst du denn jetzt an? Ach so, ja, die Kinder. Ja, 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 ja. Wenn man die Kinder mal braucht, dann sind sie natürlich nicht zu Hause. Ich ruf Trude an. Ich hab gesagt Familienrat, nicht Nachbarschaftshilfe. Hallo Trude, ich bin's. Ja, du, wir haben hier ganz großen Familienrat, nicht? Du hast doch noch unseren Gong von deinem letzten chinesischen Reisernteppich. Mach's mal eben. Familienrat. Ja. Das klingt ja hochinteressant, ne? Und was geht es denn? Ja. So laut wie ihr gegongt habt, muss das ja was Ernstes sein, ne? Was? Ja. Na, mal raus mit der Sprache. Habt ihr Ärger mit den Göhren? Die Widrigkeiten liegen woanders, Mutter. Ganz woanders. So, na, da kann das ja nur um Geld gehen, ne? Genau. Kommst du mit deinem Lohn nicht aus, Richard? Das weiß ich nicht. Ja, das musst du doch wissen, ob es reicht. Ja, im Prinzip ja. Aber ich bin Beamter und krieg Gehalt. Ja, und? Na ja, das reicht nicht. Vielleicht soll ich doch ein bisschen beisteuern, was? Ja. Ja? Wenn ich so was für ein bisschen Miete bezahle. Ja. Ja. Könnte das eure Haushaltskasse entlasten? Sehr. Ich könnte ja auch meine bunte Schatzbriefe verkaufen. Mutti. Das würdest du für mich tun? Natürlich nicht. Wie kommst du auf die Idee? Anni, also das finde ich nur richtig fies. Das hat Richard nicht verdient. Das ist ja nur, weil er mir meine 2000 Mark noch nicht wiedergegeben hat. Was denn für eine 2000 Mark? Ja, für das kaputte Auto. Ich denke, das hast du selbst repariert. Ich habe gesagt, ich habe das Problem elegant gelöst. Was er meint ist, ich habe das Problem elegant gelöst. Nicht Richard, ne? Bleib bloß, wo du bist! Und der Familienrat geht dich gar nicht an! Alte Petze. Almut, Almut, lass dir erklären. Du kannst mir später erzählen, wo dich der Schuh drückt. Ich will erstmal meine Firms ausziehen. Wo wir gerade mal hier so allein sind, nicht? Ich führe nämlich seit einigen Monaten heimlich ein Haushaltsbuch. Ja, zur Kontrolle. Also, ich kann Ihnen sagen, da gehen Ihnen die Augen aber offen, was da alles so verschwendet wird. Kann ich Ihnen auch nur dringend empfehlen. Doch, ganz einfach. Sie müssen nur alles ganz genau sorgfältig aufschreiben, ne? Also, hier links alle Einnahmen. Und rechts denn die Ausgaben. Ja, und oder umgekehrt. Hm? Weiß ja nicht, in welcher Partei Sie sind. und dann haben Sie auch keinerlei Schwierigkeiten mehr, nicht? Also, Sie schlagen einfach Ihr Haushaltsbuch auf und wissen, wir sind platt. Oh, Sie kommen. Oh, Mensch, wo mir die Füße wehtun. Junge, 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 bis meine neue Schuhe so richtig eingelaufen hat, sind sie schon wieder alt. Vielleicht sollte man keine neuen Schuhe kaufen. Wir hatten gekommen. Ich bin mitten beim Lernen. Wisch dir den Schlaf aus den Augen und setz dich hin. Oh, lecker. Finger weg von den Keksen.
Hattest du früher nicht mal sowas wie eine Schwester? Du meinst diese wandelnde Tonleiter? Die wird wohl nicht kommen, die ist heute Abend verabredet. Das wird ja immer schöner. Die Familie steckt in einer existenziellen Krise und sie denkt nur an ihr persönliches Vergnügen, das Fräulein Tochter. Fräulein, ich bleib mit Schmerz. Da macht mir denn das hier alles aus lauter Juck und Dollerei? Ich ach, du reg dich doch nicht so auf. Ich hol sie eben. Pamela, kommst du mal? Vielleicht ist sie schon weg. Weg ist sie nicht. Ist sie noch da? Pamela! Wo warst du denn die ganze Zeit? Im Garten, Noten stechen. Ach was? Du warst doch duschen. Sie ist mit Bernhard verabredet. Also was das wieder kostet, kann sie nicht bei Bernhard duschen? Wir gehen in die Oper. Zum Vorspiel. Wenn schon als Vorspiel. Na, kommt ja auch dran, wo ihr sitzt. Was wollt ihr euch denn anschauen? Wir wollen... Oh, mal sehen, ob du es rauskriegst. Oh, nee. Sie hören jetzt eine neue Folge von Raten nach Noten. Wahnsinn. Das ist ein Ballett. Nur ich darf nur singen. La 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 la. Ich weiß, die Fledermaus. Gut, Mutter. Ich lade gern ihr Gäste ein. Man lebt bei mir recht bei. Ich lade mir Gäste ein. Hm? Seht ihr? Das ist auch schon sowas, wo man sparen kann. Warum geht ihr nicht in den Bettelstudenten? Wir haben Freikarten. Seht ihr, das ist mal der richtige Ansatz. Ein Lob vom Vater, das muss ich im Kalender ankreuzen. Du platzieren. Oh, Papa, ich muss noch meine Bluse bügeln. Das kannst du auch hier machen. Zieh dir erst mal was an und bring die Bluse mit. Wo laufst du denn jetzt hin? Ich hol schon mal das Plättbrett. Tobi, was ist denn mit dir? Na was, das Bad ist doch jetzt erst frei. Ja. Tja, was ist das denn wieder hier? Bis oben hin voll. Na. Was ist das auch? Einkaufen? Kann doch voll nicht wahr sein. Hm? Oh. So was. Bin ich Christus? Hm? Und alles Großpackung. Schlemmertopf. Grüne Gurke. Wird ja immer schlemmer. Und hier. Kindereier. Das ist nicht wahr. Ach, Richard, was machst du denn nun da? Das hättest du doch gleich in die Küche bringen können. Ach, machst du das eben, Mutti? Das ist schon mal nett. Na, so weit kommt das noch. Gehst du aus oder ich? Komm, Richard, ich helfe dir mal. Komm. Nee, lass das bitte, lass das bitte. Klopapier geht auf den Rest. Ja, seht ihr, das ist auch sowas. Ja? Was in diesem Haus an Klopapier verbraucht wird, das geht auf keine Kuhhaut. Was geht jetzt ab? Ich denke, wir wollen Probleme sprechen. Ja, wir sind mittendrin. Euch allen fehlt nämlich das Kostenbewusstsein, ja? Willst du uns jetzt unsere tägliche Klopapierration zuteilen? Ja, im Prinzip ja. Aber es geht hier auch um etwas Grundsätzliches. Wir müssen sparen. Und zwar radikal. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Klopapier vom Amt mitzubringen?
Mitbringen vom Amt heißt hier ja wohl klauen, ja? Das ist Staatseigentum. Das kann man nicht einfach so mitnehmen. Das zahlt die Allgemeinheit. Ach, und überhaupt, bei uns im Amt gibt das nur diese Monsterrollen. Die passen bei uns gar nicht rein, habe ich schon lange ausgemessen. Und dann ist das ja auch nur ein Beispiel, nicht? Aber hier, Glühbirne. Die Birne in der Besenkammer war durchgebrannt. Deine Birne war durchgebrannt, nicht? Aber du kaufst gleich zwei neue. Oh, das war ein Sonderangebot. Spottbillig. Ja, und warum hast du gleich mehr mitgebracht? Hier knallen noch dauernd die Lampen durch. Ich verstehe das, Erik. Sag mal, willst du mich verarschen? Was wir brauchen, brauchen wir! Ja, Moment! Das werde ich euch mal beweisen. Komm, setzt euch mal aufs Sofa, bitte. Zacki, zacki. So. Jetzt nimmt sich jeder mal das, was er wirklich zum Leben braucht. Und dann werde ich dir beweisen, Almut, was für einen unnützen Kram du wieder eingekauft hast. Oh, was zum Naschen! Oh, was zum Spielen! Oh, Entschuldigung, die Glühbirne, ich brauche nur eine. Almut! Na, was habe ich gesagt? Alles unnützen Kram. Habt ihr mal eine grüne Gurke gedacht? Ah, da ist sie ja. Ja, im Alter braucht man mal eine grüne Gurke, ne? Ja, nun guckst du, ne? Ja, ja. Soll ich auch die anderen Taschen noch auspacken? Nein, danke, danke, danke. Ich hab schon verstanden. Ich bin ja nicht schwer von Kaffee, ne? Gar nicht. Aber das ändert ja an unserer Situation überhaupt nichts. Aber bitte, 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 wenn ihr einen besseren Vorschlag habt. Tja, Papa, wenn du das ernst meinst. Ja. Wir könnten natürlich sparen, wenn Pamela weniger Gesangsunterricht nehmen würde. Hier, erst eins früher. Dann wäre das hier auch ruhiger. Sag mal, ein Talent wie meins willst du vergeuden, Papa, bei dir selber zu sparen. Ja, ich tu doch schon nichts außer Leben. Am Schlafen könntest du sparen. Dreht ihm nichts ein, wer schläft, gibt nichts aus. Du könntest Schwarz fahren, mach wach. Ach, das nützt doch gar nichts. Die kommen doch immer zu dritt. Und selbst wenn es dir gelingt, den Mann noch mal auszupüchsen, dann haben sie den Bahnhof dicht gemacht. War vielleicht peinlich. Ich muss mich verstecken. Wenn man Bus fährt, ist das natürlich anders. Also ich mache das immer so, wenn ich drei Figuren an der Haltestelle sehe, die aussehen wie Landeier auf dem Weg zur Reeperbahn, dann steige ich schnell wieder aus. Gottes Willen, also hört mal, das hört sich ja direkt kriminell an. Du kannst doch bloß nicht schnell genug laufen. Na, ich tue das auch sonst nicht. Und höchstens mal aus Versehen und wenn nur im 169er. Stümper, ihr seid alle Stümper. Wenn die mich mal schnappen, dann krieg ich alle von meinem Herz attacken. Das haut immer hin. Das war Omas Geschoss. Schönen guten Abend, Personalwechsel. Die Eintrittskarten, bitte. Fangen wir mal bei Ihnen an hier. Oh, Entschuldigung, Sie haben aber sehr große Füße. Ach nee, eine Freikarte. Und deshalb sitzen Sie hier so weit vorne. Naja, wollen wir nichts von machen, nicht? Das wird heute gut sein, ne? Nee, du lass uns mal stecken, Herr Ohnzeug. Das ging nur um ihn hier, ja. Tja, denn, immer noch einen schönen Abend, ne? Kommt ihr!
Silber. Jetzt kontrollieren die hier sogar schon im Theater. Hör mal, die tun doch bloß ihre Pflicht. Kann ich so gehen? Wow. Ja, im Prinzip schon, aber wir sind noch nicht fertig. Ja. Was ist denn noch? Was ist mit dem Plättbrett? Ich dachte, du willst vielleicht auch noch bügeln? Mhm. Dumme Ausrede. Komm, bring das weg, ne? Oh. So, pass mal auf. Ich bring... Oh. Also, hör mal. Sag mal, ist nicht hier eben Trude Wrangel vorbeigekommen? Ja, haben wir ja gar nicht so drauf geachtet. War völlig durch den Wind. Ja, ja, und was hat sie gesagt? Ich muss mich verstecken. Wieso muss die sich verstecken? Kann ich rauskommen? Nein! Richard! Menschenskind, nun sei doch nicht so. Vielleicht ist hier in höchster Gefahr. Ja, und? Prinzessin, was soll das denn alles? Warum versteckst du dich denn hier im Monster im Schrank? Keine Besenkammer war mir dazu unsicher. Aber Trude, du machst einen ja genau Angst. Ja, aber die sind hinter mir her. Wer? Da sind sie! Da sind sie! So, ich bin fertig. Mhm. Was ist los? Es klingelt! Pamela, machst du mal eben die Tür auf? Ach, ihr seid das. Kommt rein. Hilsebein. Ja, die sind ja immer in Urlaub. Und da macht das gar keinen Spaß, ne? Kannst du Klingelstreiche verstecken spielen? Sag mal, ist ja wie die kleinen Kinder. Habt ihr nichts Besseres vor? Ja, ich wollte ja Mau Mau. Ich kann keine Karten. Pamela, so kannst du aber nicht gehen. So? Das ist meine beste Bluse. Mit Bügeleisen drauf. Oh Gott, ich hab verbrannt! Oh nee, Tobi, das ist allein deine Schuld. Oh, meine kleine Schwester hat nichts anzuziehen. Nur die eine kaputte, verbrannte Bluse. Blödmann! Zieh's eben eine andere an. Aber zum Fledermaus passt doch keine andere. Oh, das hab ich noch. Ich kauf mir die Bluse einfach nochmal. Papi! Einen schlechteren Augenblick hätte sie sich nicht aussuchen können. Aber die war gar nicht teuer. Papi! Keine müde, Mann. Oh, Mann! Und der Papi hat nicht einen Pfennig dazu gezahlt. Ich lass mir was einfallen. Oder soll ich dir eine von mir leihen? Ah! Du, Tobi, das versuche ich euch die ganze Zeit über verzweifelt klar zu machen. Habt ihr hier irgendwo Salzstangen? Danke. Wenn es in dieser Familie ein Problem gibt, dann soll es zuerst über Geld gelöst werden. Und das geht nicht. Wieso denn nicht? Weil wir nicht genug haben. Kriegen Sie denn kein Taschengeld? Äppelchen, Herr Ohnsorg ist das Familienoberhaupt. Er gibt den anderen Taschengeld. Er ist sozusagen Finanzminister. Ach so. Mhm. Und wenn ihr euch was leiht? Ach, das ist doch auf die Dauer keine Lösung. Wieso? Das tun die Finanzminister doch alle. Das ist das ja keine Lösung. Was meinen Sie, warum die das Tafelsilber verkaufen? Hm? Ja, das ist aber im euren Fall auch keine Lösung. Wieso eigentlich nicht? Das hab ich. Coole. Thank you.
machst mich noch wahnsinnig. Es geht hier ja noch mehr ums Prinzip. Wenn man Dinge verkauft, die man nicht unbedingt braucht, kommt Geld in die Kasse. Das ist eine Überlegung wert. Wenn ich da so an unseren Biedermeier-Sekretär denke und an unsere Jugendstilleuchte... Aber sowas haben wir doch gar nicht. Aber sicher? Bei Oma im Zimmer? Bist du lebensmüde? Ja, wieso? Das ist doch alles eine Frage des Zeitpunkts. Erben tun wir das sowieso. Nee, wenn, müssen wir Wertsachen von uns nehmen. Was gibt's denn da zu lachen? Trude Wrangel, bring unser Tafelsilber zurück. Das wird euch auch nicht retten. Das ist versilbert. Was? Haben Sie das schon verkauft? Äppelchen. Pass auf, es gibt echte Sachen und unechte Sachen. Es gibt Diamantringe und Ringe, wie von der Frau Hohnsorg, das ist Bergkristall. Und dann gibt es Bestecke, die sind ganz aus Silber und bei uns muss das ganz bisschen Silber obendrauf. Das Einzige, wovon ich weiß, dass wir das nicht brauchen, ist der Schrank. Ja, der ist manchmal aber ganz schön praktisch. Nein, ein Schrank allein bringt auch nichts ein. Aber wenn es mehrere Schränke wären... Nee, Papa, das sag ich dir. Mein Schrank... Nee, pst, sag mal, ich denk mal nach. Es müssten überhaupt mehrere Sachen sein. Wir müssten die Sachen von anderen Leuten verkaufen. Du willst da rankommen. Glaubst du, dir schenkt einer was? Hilsebeins sind in Urlaub. Nein, nein, nichts schenken, nichts kaufen. Nein, die Leute werden glücklich sein, wenn wir ihnen ihre Sachen abnehmen. Ach, Sie wollen eine Müllabfuhr aufmachen? Ja, so im Prinzip ja, aber ich denke mehr an Haushaltsauflösung. Das sind doch alles Kanonen. Ja, ja, sind die vom Finanzamt auch. Sie meinen, dann passt das zu Ihnen. Überall, wo das Geld steckt, sitzen Kanonen. Geht das gegen mich? Nein, ich werde doch nicht den Mann beleidigen, der mir bei der Steuererklärung hilft. Ja, und außerdem, wenn sich die Ganoven damit abgeben, nee, dann springt da auch was raus. Wie stellst du dir das vor? Na ja, ganz einfach. Du suchst dir Leute, die ihr Haus verlassen und ihren Haushalt auflösen müssen. Ja, wie finden sich die? Ja, das ist nicht so einfach. Bonn! Bonn? Bonn am Rhein. Die ziehen doch jetzt alle um nach Berlin. Oh, das ist noch nicht raus. Bei Beamten weiß man nie. Ja, natürlich. Die haben doch bei ihrer Verbeamtung, schwieriges Wort, nicht? Aber alle unterschrieben, dass man sie uneingeschränkt versetzen kann. Ja, in den vorzeitigen Ruhestand. Ja, darauf können wir nicht warten. Tobi, hol mal die Zeitung. Und schlag mal die Todesanzeigen auf. Aber nicht die Danksagung. Da haben die glücklichen Erben schon alles abgeräumt. Nee, nein, du musst gucken bei Stadtkarten. Erna Meier ist tot. Ja, das ist gut. Nehmen wir mal Erna Meier als Beispiel. Aber Tobi, die Anzeige ist doch viel zu klein. Und was ist mit der hier? Der? Der ist doch viel zu jung. Was soll der denn für alte Sachen haben? Nein, du musst dir so Leute suchen wie Oma. Ja, und wenn du die denn gefunden hast, dann besorgst du dir die Adresse. Ja, und dann wirft dein Vater mal einen Blick in die Steuerakte von dir. Niki, ja? Ja. Teufel werde ich tun. Hast du noch nie was von Datenschutz gehört? Unser Steuergeheimnis gehört zu den höchsten Gütern der Rechtsprechung. Steuerpflicht ist Menschenrecht. Denn was meint er? Bei uns darf jeder Mensch Steuern zahlen. Ich werde doch den Teufel tun und meine Pension aufs Spiel setzen, nicht? Für sowas kann ich fristlos entlassen werden. Und das wäre doch schön. Ja, schön blöd von ihm wäre das. Dann hätte er aber mehr Zeit für sein neues Geschäft. Pamela, ich bin fertig. Ich glaube, das geht so für die Fledermaus. Und außerdem gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, an sowas ranzukommen. Und ich habe
gedacht, das wäre der letzte Schrei. Kommt noch mehr? Ach was? Menschenkind, wie man's macht, macht man's verkehrt. Mama, du bist ja wohl verrückt geworden. Ich gehe doch nicht zum Lumpenball. Was ihr habt, das ist Plätt-Design. Ich geh doch nicht los wie Batman. Batman! Also ich bin das schick. Siehst eben deine Jacke drüber. Ja, und gibst die dann nicht ab. Ja, und dann sparst du doch das Geld für die Garderobe. Also wenn ich noch länger hier im Hause bleib, kann ich auch gleich in die Klapsmühle gehen. Doch die größte Sauerei. Ihr könnt einem auch wirklich alles vermiesen. Hoffentlich wird der Abend nicht genauso bekloppt, wie das hier alles angefangen hat. 18,50. Und bevor noch irgendjemand dumm fragt, ich komme nie wieder. Ich bleib heute Nacht bei Bernhard zur Erholung. Ich renne noch nicht rum wie Batman. Wenigstens den Einkaufswagen hättest du ja mitnehmen können, hättest du noch mal machen. Ach, apropos Geld, hast du deine Geldprobleme gelöst, Richard? Ja, er will kündigen. Und Lumpen sammeln. Du willst was? Ach, du spinnst doch, Trude Wrangel. Ich weiß, was ich weiß. Du spinnst doch, Trude Wrangel. Sag mal, was macht ihr eigentlich noch? Ja. Wollt ihr nicht draußen Verstecken spielen? Draußen ist so frische, schöne Luft, nicht? Merkt ihr, man will uns an die Luft setzen. Manchmal denkt sie schnell. Ja, wäre froh, wenn sie auch beim Verdrücken so schnell wären. Wie spielt man denn Verdrücken? Oh, ganz einfach. Ihr drei geht jetzt hier über die Terrasse bei Helensebeins vorbei zur Haltestelle. Dort nimmt ihr die Linie 24 zum Hauptbahnhof und von da den Schnellbus zum Flughafen. Und das ist Verdrücken? Probier's mal. Almut, brauchst du noch den Wagen? Nein. Danke. Tobi, tu uns den Gefallen und schließ zweimal ab. Was hat Trude Wrangel da eben gesabbelt? Du willst mein Finanzamt in Sackraum? Was? Quatsch. Natürlich kündige ich nicht. Aber ein Geschäft aufmachen will er schon. Ach, das kann ich doch gar nicht als Beamter. Ach, einer von uns soll so ein Geschäft gründen. Ich kann sowas nicht. Ja, natürlich, jeder, der über 18 ist, kann ein Geschäft gründen. Oh nee, Mensch, da verlieren wir ja dein BAföG. Mensch, beinahe hätten wir was gemacht. Nee, das meine ich nicht, aber ich kann nicht Leuten, die trauern, irgendwas aufschwatzen. Abschwatzen. Wer ist denn tot? Erna Meier, aber das ist nicht so wichtig. Bei der ist auch nichts zu holen. Tja, Almut, nützt nichts. Musst du ran. Doch, denn ist aber auch Sense mit Haare schneiden. Nichts mehr mit Schwarzarbeit. Also, was soll ich denn eigentlich? Nee, nix. Tobi hat recht. Da verlieren wir ja dein gesichertes steuerfreies Einkommen aus der Nachbarschaftshilfe. Also, ich will jetzt endlich wissen, was ich hier soll. Ja, gar nicht. Keiner will was von dir. Doch, Tobi, hier komm. Erzähl du mir, was hier los ist. Pass mal auf, Mama. Ja. Nehmen wir mal an, jemand ist gestorben. Mutti! Richard! Fang nicht schon wieder an. Ja, Mutti kann das machen. Die Firma kann auf ihren Namen laufen. Wie? Was denn für eine Firma? Lumpen und Lampen. Das ist doch wieder so ein krummes Ding. Na, ist es nicht. Und wenn, Mutti kann das ja nicht mehr schaden, denn, ne? Dein Mann will eine Firma ins Leben rufen, die bei frisch Verstorbenen den Haushalt auflöst. Ja. Gott, als wenn die nicht schon genug Sorgen hätten. Das ist doch pietätlos, sowas, eine Schnapsidee. Was heißt denn pietätlos? Es kommt doch nur darauf an, wie man mit den Leuten spricht. Ja, wie sprichst du denn mit jemandem, wo kaum der Sand den Schlaf mehr aus dem Haus ist? Wunderschönen guten Tag, brauchen Sie die Tiefkühltruhe noch? Und du könntest das schon überhaupt. Denk mal daran früher, nicht? Deine Bewerbung für den einfachen diplomatischen Dienst, nicht? Was haben Sie ihm angeboten?
einen befristeten Arbeitsvertrag bei der Bundeswehr als Minenleger. Ja, aber das ist hier doch ganz was anderes. Hier geht das doch um ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Also, am besten ist, wir spielen das jetzt mal durch. Almut, du bist zurückgeblieben. Hinterblieben. Gut, dann bist du tot. Also ein bisschen Ernst muss da schon dabei sein, sonst können wir das lassen. Ja? Also. Ja? Hier ist jetzt das Trauerhaus. Mhm. Ihr trauert und ich komme jetzt. Ich kann jetzt keinen Besuch empfangen. Guten Tag. Wollen Sie zu uns? Ja, ich soll den Kranz hier abgeben. Na, geben Sie her. Hier. Moment, der ist aber für Frau Ohnsorg. Ja, ich bin Herr Ohnsorg. Mama, das können wir nicht machen. Ich lasse ihn jetzt rein. Also hören Sie mal, in diesem Haus herrscht Trauer. Und Sie denken nur an Ihren schnöden Vorteil? Schämen Sie sich! Aber findest du nicht, dass du jetzt ein bisschen übertreibst? Abgegeben worden. Ja, das ist für mich. Moment mal, du spielst doch gar nicht mit. Und was machst du denn hier den schwarzen Zeug rum? Ja. Soll ich das Geblümte anziehen zur Beerdigung? Ach, daher der Kranz. Ja, ich war schon bange, er kommt nicht mehr rechtzeitig. Wer ist denn gestorben? Erna Meier. In der Zeitung gestanden. Ach, die mit der mickerigen Anzeige. Mhm. Und die kennst du, diese Erna Meier? Ja, das ist eine alte Schulfreundin von mir. Die kennst du auch. Ich kenn Erna Meier. Ja, die kennt doch jeder. Klein Erna. So, Papa, nun mal los. Ja, komm. Was? Ach so, ja. Sie kommen wirklich in einem unpassenden Augenblick. Na, 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 na! Wer wird denn gleich weinen? Mein Vater! Mein grundguter Vater ist tot! Ach, Ihr Vater ist tot. Ja. Das passt ja gut. Wie meinen Sie das? Ich meine, da bin ich ja gerade richtig. Ich bin von Lumpen und Lampen. Mein Vater war kein Lump. Und ein großes Licht schon gar nicht. Ich kaufe Lumpen und Lampen. Ah ja. Haben Sie vielleicht Lumpen und Lampen? Sie sind Aladins Onkel. Sehr witzig, mein Sohn. Ich bin nicht Ihr Sohn, ich bin Ihr Sohn. Ich meine, Sie müssen doch irgendwas haben, was Sie verkaufen können. Jetzt, wo Ihr Vater tot ist. Ja, ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir einfällt, ist sein Gebiss. Ja. Ich habe mir so an Sachen gedacht wie Teller, Tassen, Tortenheber. Die Trockenhaube könnten wir Ihnen günstig überlassen.
Die ist von Ihrem Vater? Haben Sie sonst noch irgendwelche Wertsachen? Vielleicht ein Perser? Er hat doch schon genießt, wenn er nur einen Kater vom Weiten gesehen hat. Ich habe mir so an edle Teppiche gedacht und so. Also ich könnte es nicht ertragen, wenn wildfremde Menschen gedankenlos auf Vaters Bettumrandung rumtrappen. Das ist doch einfach unfair! So benimmt sich doch kein Mensch! Das ist überhaupt nicht typisch! So denn? Was? Das gibt's aber gar nicht. Haut einfach nicht hin. Ja, Wertsachen kriegen wir nicht und Ramsch brauchen wir nicht. Da! Dann weiß ich auch keine Möglichkeit mehr. Das war schon zu Beginn der Sendung klar, ne? Was ihr braucht, ist ein Finanzberater. Ich kenne einen der besten, den es gibt. Und der gehört sozusagen zur Familie. Chris? Onkel Chris? Kommst du mal? Meine gute alte Tante sagte mal zu mir, leg das auf die hohe Kante, oh, das sag ich mir. Und aus meinem Bargeld oder laut Spargeld bin ich heut mal blank, geh ich zum Werkzeugschrank. Und dann hau ich mit den Hämmerchen mein Sparschwein, mein Sparschwein. Mit Innenleben von dem kleinen Sparschwein geht's mir dann wieder gut. Und dann hau mir mit den Hämmerchen das Sparschwein. Ja, ja, das Sparschwein. Kaputt, kaputt. Mit Innenleben von dem kleinen Sparschwein geht's uns dann wieder gut. Schrumpf, schrumpf, boah.